Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei uns am Aachener Flughafen. Wir haben hier das letzte Mal eine ganze Menge ausgebaut, Kleinigkeiten großteils und ein bisschen Struktur hier in den Plan gebracht und das glaube ich werden wir jetzt weitermachen. Bin nur am Überlegen, aber ich glaube wir werden das jetzt echt angehen und zwar wir gehen jetzt was Neues an und zwar einen neuen Plan gehen wir jetzt an, noch vor den Form Gepäck tatsächlich machen wir das, auch wenn wir das jetzt schon erforscht haben. Und zwar, wir wollen ein Food-Franchise, glaube ich, haben. Dafür brauchen wir jetzt den Strategic Director. Dann werden wir uns den jetzt holen, endlich. Das ist der hier, Open. Weil wir haben ja gesehen, die Leute haben Hunger und wir wollen sie doch nicht hungrig sterben lassen. Das geht doch überhaupt nicht. Da müssen wir natürlich sofort uns was überlegen oder was machen. Und zwar nehmen wir da wieder den teuersten, so wie immer. Und ich hoffe, dass das geht. Aber ich glaube, das sollte sich vom Geld her ausgehen. Wir brauchen eine neue Foundation. Wir erweitern jetzt unseren Flughafen um einiges. Und zwar um den Teil. Ist das jetzt oben richtig? Ja, das ist hier richtig. Um den Teil hier. Da machen wir trotz allem wieder Gehstärke, weil vielleicht brauchen wir dann hier neue Plätze zum Ankommen. Das kann eh gut noch sein. Vielleicht auch sollten wir das hier oben auch mal machen, den Ausgang. Aber das werdet ihr gleich sehen. Das werden wir dann gleich machen. Auch den da oben könnten wir schon einmal so ansatzweise einteilen. Das wäre dann nämlich hier die 4. Und die Frage ist, ich glaube, hier lassen wir aber nochmal 1, 2, 3, 4 Platz für noch so eins und da aber dann auf die 4 runter wieder. Das heißt, da ist wieder 4 Platz und da geht es dann bis hier irgendwo vor. Machen wir es mal bis hier so angedeutet. Müssen wir halt schauen, wie wir das mit dem Gepäck dann machen, weil wir brauchen jetzt hier Platz für Gepäck und für Shops und alles Mögliche. Und dabei, während die bauen, jetzt können wir, ja, kommt, das wird ja, da werden wir schon was gescheit brauchen, das heißt, da holen wir sie jetzt wieder nochmal alle. Genau, ich kann euch ja schon erzählen, was wir jetzt basteln, und zwar, wir basteln, oh, die Wände brauchen wir natürlich gar nicht, dann machen wir das gleich richtig, bevor sie es bauen, das heißt, wir brauchen die Wände dann nur, ach so, eigentlich brauchen wir die gar nicht, das ist überhaupt ein Käse, was ich da gebaut habe, das heißt, diese Foundation brauchen wir ja hier gar nicht. Achso, kann ich die jetzt nicht mehr abreißen? Was ist mit... Ah doch, mit Steuerung kann ich. Sehr gut, dann mach die Foundation weg. Stattdessen wollen wir natürlich... Jetzt habe ich die Wand, wird jetzt nicht neu gemacht. Das heißt, stattdessen brauchen wir hier natürlich auch eine Wand, korrekt. Und dafür wären das hier Gehsteige. Wo sind denn die jetzt wieder gewesen? Waren die hier bei den... Bei der Infrastructure wird, ja, Infrastructure, hier ist der Gehweg. Das heißt, hier machen wir ganz normal unseren Gehweg weiter. Und, oh, wobei, schaut sich das an, hier ist auch schon ein gut besucht. Hier wird ein bisschen hoffentlich bald repariert. Das schaut noch alles gut aus. Und zwar werden wir dann das hier natürlich auch ein bisschen anders brauchen. Glaube ich. Müssen wir schauen. Auf jeden Fall können wir ein bisschen die Struktur mal vorgeben. Da wissen wir halt noch nicht, wie weit wir es bauen, aber für jetzt können wir es mal so machen. Das wäre dann 1, 2, 3, 4 Platz. Das wäre dann bis hier. Und dann hier runter. Und dann ist dafür hier die Wand weg. Die kommt weg. Dann geht es hier rein. Dann 1, 2, 3, 4, das ist dann hier. Und hier geht es dann bis 1, 2, 3, 4 bis hier. Und dann geht das hier runter komplett bis hier. 1, 2, 3, 4. Glaube ich zumindest, dass wir es so machen. Machen wir es so. Lass mich kurz, bevor ich das jetzt vielleicht baue. Wir wollen am Ende hier hinkommen. Ja, nein, das passt aber. Das ist vollkommen richtig. Wir machen hier einen Kreis quasi. Wir gehen hier im Kreis. 1, 2, 3, 4. Das ist so. Und dann bis hier unten. 1, 2, 3, 4 bis hier. Und dann
hier rüber. Das ist dann auch 1, 2, 3, 4. Das heißt bis hier. Und dann geht's hier wieder rein. Jetzt müssen wir nur hier irgendwo Platz lassen, sonst sperren sich unsere dummen Bauarbeiter ein. Das heißt, dann lassen wir mal vorerst... Die beiden sind noch nicht gebaut, dann machen wir es mal so. Und dann brauchen wir aber auch natürlich dann hier die vier frei. Das sind dann die hier. Die Wand muss natürlich dann weg. Und noch, solange das nicht gebaut ist, geht das eh alles. Ich hoffe, dass das bis dahin klappt. Wir können ja nur zur Sicherheit, damit wir uns das nicht zusperren, lassen wir die zwei jetzt auch mal weg. Dann können sie jetzt noch hier hin. Genau, und der Plan des Ganzen ist ja eigentlich... Oh, vielleicht sollten wir auch mal kurz schauen, sind unsere Landebahnen eigentlich noch in Ordnung? Weiß gar nicht, der Tag... Ja, der Tag ist eh noch nicht vorbei, das ist eh gut. Und unser Tag heute ist gut unterwegs und für morgen passt auch noch... Ja, morgen passt auch noch, sehr gut. Dann können wir hier eh mit gutem Gewissen ein bisschen Tempo machen und da gehen natürlich dann in der großen Ansicht die Frames ein. Genau, und zwar, wir machen hier natürlich diesen Weg drumherum und hier in der Mitte kommt alles voll mit, ja, Duty-Free-Geschäften. Das heißt, all die Leute, die jetzt hier zu ihrem Flug wollen, werden jetzt hier noch, bevor sie in den Security-Check kommen, dürfen hier jetzt dann, werden sie verlockt quasi, kriegen sie eine Verlockung und schaut euch das an, das ist alles voll hier. Das geht gar nicht. Da werden wir noch ein bisschen Sitze bauen für die, die auf ihren Check-in warten wollen. Machen wir mal nochmal vier dazu. Und auch hier könnten wir eigentlich, wenn wir schon dabei sind, könnten wir hier ein paar Pflänzchen aufstellen. Einfach so einen Farn an die Seite. Machen wir das mal so, so und so. Gut. Und zwar, genau. Die sollen dann hier durch und sollen dann hier entlang. Und hier dürfen, werden wir sie ködern, dass sie möglichst viel shoppen gehen. Und essen gehen und... aufs Klo gehen und all das Mögliche. Und hier drin werden wir das wahrscheinlich dann auch noch mal ein bisschen was machen. Hier auch. Müssen wir schauen, was wir da hinklatschen. Hier auch. Und natürlich hier beim Rausgehen auch noch mal, bevor sie zum Gepäck kommen, auch noch mal ein bisschen einkaufen. Deswegen haben wir jetzt auch das Essen erforscht. Die Frage ist, ob wir nicht gleich auch schon, wenn wir es jetzt schon haben, könnten wir eigentlich... Ja, kommt, wisst was, dass wir... Haben wir das gar nicht erforscht jetzt? Ah nein, das habe ich vergessen, ich ei. Gut, sind aber eh nur 5 Stunden, das passt eh. Genau, das wären Geschäfte damit und Essen, wo wir nochmal ein bisschen was, glaube ich, verdienen können, werden, hoffentlich. Und hier könnten wir dann das, glaube ich, könnten wir noch mal schauen, wie sich das jetzt hier ausgeht mit denen, weil das ist jetzt schon hier alles ultra eng, also wenn wir da... Aber wobei auf der anderen Seite, wir werden hier nicht mehr erweitern. Der Plan für die Erweiterung, um während die da bauen, das mal zu, mit euch zu teilen, wäre halt dann früher oder später, wobei wahrscheinlich das würde erst nach dem Gepäck kommen. Ich denke, das nächste wäre dann nach den Shops, wäre dann hier ungefähr irgendwo ein Bereich fürs Gepäck. Und dann, den natürlich, das natürlich hier einplanen, hier muss das dann irgendwo abgeliefert werden. Hier irgendwo hinter den Shops eben. Und dann der nächste Schritt, na dann für den Ausbau, wäre dann tatsächlich wieder ein relativ großer. Das wäre dann die hier zu verlegen, eventuell bis hier hinten. Eventuell nochmal eine Landebahn irgendwo schauen, ob wir noch eine einzwicken können. Eventuell auch sogar hier unten, dass wir das ein bisschen, einen Bereich so ein bisschen nach oben verschieben. Die kommen alle weg. Die würden dann alle wegkommen. Deswegen möchte ich da auch noch ein bisschen warten, bis die wegkommen, weil das ist halt alles Geld, was wir verlieren eigentlich, wenn wir das abreißen. Da brauchen wir dann richtig gutes Geld. Genau, und dann wäre die Idee, dass wir quasi hier die erweitern, hier in die Richtung, so auf die Seite, hier hin. Und dann über Gehsteige und wir haben ja da Zebrastreifen, um euch das kurz zu zeigen, das hier. Und die können wir ja auch zum Beispiel hier drüber setzen, das heißt... Wir brauchen ja die Verbindung weiterhin hier rüber. Aber wir können natürlich hier über Zebrastreifen und Gehsteige das hier drüber verbinden quasi. Hier dann ein zweites Terminalgebäude aufziehen, so parallel zu dem auf der anderen Seite, hier so entlang. Und natürlich dann hier ein schönes
L groß machen im Zweifelsfall, je nachdem eben, wo wir hier die Landebahn einplanen, die nächste. Wäre eh die Überlegung, ob wir das nicht für hier oben schon ein bisschen mitplanen, aber dann halt hier so wären dann die Flugstände für die Vertragsflüge und hier das Terminal und hier gehen sie rüber und hier die fahren hier weiterhin hier rüber und die können dann von hier hier rumfahren und da rein. Das wäre so ein bisschen die Überlegung. Ist halt ein sehr, 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 sehr langfristiger Plan. Ist eh die Frage, ob wir es bis dahin schaffen, machen, tun. Aber das wäre zumindest einmal der Plan. Für irgendwie ungefähr. Deswegen ist alles jetzt mal so gebaut, wie es gebaut ist. So, den können wir machen. Dann lassen wir hier tatsächlich vorher nochmal zwei frei. Und machen die Wand dafür fertig hier nach hinten. Und ja, wahrscheinlich der Platz hier ist komplett jetzt verschwendet. Könnten wir theoretisch natürlich hier auch nochmal ein bisschen erweitern und schauen, ob wir da noch was unterkriegen. Hätten wir hier auch noch machen können, bis hier runter an die Grenze vom Grundstück. Aber okay. So, die Queues. Ja, ja, wäre auch noch, die, ihr seht, die sind eh schon halbwegs lang. Diese Check-in-Queues, so könnte man echt noch ein Stückchen länger machen. Wenn wir das dann woanders hin tun, falls wir das dann irgendwie woanders hin tun. So, und das müsste alles fertig sein. Ja, das ist alles fertig. Das heißt, hier können wir jetzt auch die letzte Wand mal machen. Dann sollte das auch mal passen. Sicherheitsbereich passt farblich noch. Eins können wir noch machen, und zwar wir können hier schon mal anfangen. Und zwar machen wir da fancy Matten, was auch immer das ist. Das wäre dann so. Und so. Erstmal. Und das... Oh, Moment, stopp, 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 stopp. Langsam, langsam. Welcher ist das? Oh, jetzt ist er ab, ist er jetzt abgehoben. MP irgendwas, MP irgendwas. Das ist der hier wahrscheinlich. Nein, welcher bist du? Gib mir das Flug. Nein, das ist die SL. Der ist nicht zu spät. Der ist auch nicht zu spät. Der wird sein. Das ist die Kleine. Warum auch immer die jetzt zu spät war, würde ich gern wissen. Hat der jetzt alles gemacht? Gute Frage. Sieht man jetzt nicht. Ich hoffe, er hat alles gemacht und die Frage ist natürlich, warum war er zu spät? Natürlich jetzt eine wichtige Sache. So, die warten alle hier in ihrem Bereich, das ist gut, und wandern hier jetzt herum. Sehr schön. Ja, jetzt sehen wir auch hier ein bisschen, wer, wo, was da dazugehört. Das ist natürlich der schöne Vorteil dazu, wenn wir das hier so einteilen, dass die Leute halt in Wahrheit jemand, der... Ich weiß ja nicht, wie schlau die jetzt hier sind, aber jemand, der hier boarden will, wird hoffentlich... Jemand, der hier boarden will, wird hoffentlich nicht sich hier hinsetzen gehen. Aber weiß ich nicht, ob sie schlau genug sind, die KI. Und da wandern auf jeden Fall die ersten schon hier entlang. Das ist gut. Aber wir können noch was vorsehen, meine Lieben. Das werden wir jetzt auch noch ganz schnell machen. Und zwar hier haben wir ja 8 Platz. Hier haben wir jetzt eine ganze Menge Platz. Da werden wir einen kleinen Trick oder was Kleines einbauen. Und zwar, wir wollen 1, 2, 3, die wollen wir Platz haben. Das heißt, wir haben genau den hier. Dann machen wir Folgendes. Nein, die SL221. Worauf wartet die? Ist das jetzt die? Nein, das ist nicht die. Welche ist das? Nein, gib mir den Flieger. Nein, das ist sie auch nicht. Nein, das ist sie auch nicht. Nein, das ist sie auch nicht. Die war das. Verdammt, das ist das Problem. Jetzt sehen wir es hier auch nicht mehr. Ich würde nämlich, das, was ich gerne gemacht hätte, ist hier zu schauen, was hier, woran es hier fehlt. Aber in Wahrheit kann es ja eigentlich nur am Fuel liegen. Wenn hier was nicht passt, die können momentan nicht boarden. Warum können die nicht boarden? Weil die wahrscheinlich noch nicht an der Zeit sind. Doch, Boarding Startzeit 21:44. Oh, haben wir zu wenig Personal. Kurz gepausiert. Was schaut's? Schauen wir kurz in den die Jobs. Da gibt es eine Übersicht für die Jobs irgendwo. Die werden wir uns ganz kurz anschauen, weil das ist wichtig. Wo? Da, Job Tasks. Schauen wir kurz mal hier rein. Da waren wir eh noch nie.
So, wir bräuchten mehr Janitors für 5, da hätten wir 15. Das ist die Frage, ob die nachkommen. Wie ist das hier? On time, on time, on time, on time. Delayed. Operating Desk. Die SL731, das ist der hier. Wo bist du? Hallo? Wo ist der jetzt? Hä? Und das ist der zweite. Wo ist denn der? Also die kommen gerade nicht so wirklich, glaube ich, voran. Ist halt die Frage, warum nicht? Weil 17, 8, eigentlich hätten wir genug, laut dem Plan. Aber die wollen aus irgendeinem Grund nicht dahin. Carol Harris. Carol Harris. Und wer ist der andere? Der andere wäre Michael Swoboda oder Michael Swoboda. So, die suchen wir kurz. Das will ich mir anschauen, warum, wo die gerade rumeiern. Wo seid ihr? Hallo? Airport Staff? So, wo sind die? Gib mir die... Der Michael. Wo ist der Michael? Der Michael... Wirklich? Ist hier unten? Ist das der? Boarding Pass. Hä? Wo ist denn der Michael? Ist das der hier? Nein, das ist die Christina Thus. Die haben... Das ist halt der... Da ist er. Der ist das. Da ist er. Oder? Nein, das ist irgendein Nikolai... Boarding Pass, Boarding Pass. Ich will keinen. Ich will die Gäste nicht. Lass mich. Ich will den da. Ah, oh, jetzt kriege ich den da nicht. Gib mir den da, den schwarzen da, wo ich da draufklicke. Ich will nicht den. Den mit dem Anzug. Na gut, den finden wir zwar, aber den kann man nicht auswählen. Wo ist denn die andere Tante? Carol Harris. Die war das. Wo ist denn die gerade? Hallo? Carol Harris, wo bist du? Locate. So. Das ist sie. Okay, die geht wahrscheinlich, hoffentlich jetzt gerade zu ihrem Gate. Wo geht die hin? Achso, ist das die SL? Oh, die gehen hier hin. Okay, der hat eh den Job übernommen. Aber offensichtlich, was ist mit dem? Was ist mit der CA525? Die 21:44 Boarding. Und die haben, die boarden einfach nicht, weil hier niemand steht. Wer ist zuständig für die... CA525. Ich meine, das gibt's ja nicht. Wo sind die Jobs da? Wer operate da? Der da. Der nächste wieder. Michael Swoboda. Der ist jetzt da unten. Der macht jetzt da unten gerade irgendwas. Beim anderen. Wo? On time. Der hat. Da ist auch noch niemand, der das genommen hat. Der Herr Swoboda. Hat der zwei Jobs jetzt angenommen? Weil da ist die SL258 und irgendeine SL irgendwas und noch eine. Da ist die Carol Harris für die SL731 auf jeden Fall. Die haben wir gesehen. Und da ist die 525. Das ist der da unten. Aber ich dachte, dass der jetzt die SL irgendwie, die da unten gerade abfertigen will. Und wer ist der andere? Die Camille... Laurent, wo bist du? Camille. Camille, wo bist du? Ja, super, wo ist die Camille hier? Mich interessiert nicht der Boarding Desk. Ich will die Camille sehen. Camille, wo bist du? Ist das die Camille? Camille, wo geht denn die gerade rum? Ah, die geht eh hier rum. Okay, dann ist das tatsächlich, vielleicht liegt das daran, was ich eigentlich eh gerade vorhatte. Können wir ja mal schauen. Und zwar, wir wollen hier Folgendes. Wir wollen hier eine kleine Mini-Abkürzung. 1, 2, 3, 4, die wollen wir freilassen. Das heißt, das wird dann so und so. Ist jetzt total seltsam, aber ihr werdet es gleich sehen, was ich damit vorhabe. Und zwar machen wir jetzt hier die und die. Und ganz wichtig,
Das wird jetzt eine reine Stealth-Zone hier drinnen. Damit sollte das funktionieren, dass die das Dev hier abkürzen kann, hier direkt in seinen Check, in seinen Security-Bereich kommt und damit hier rüberkommt. Nein. Ach so, verdammt, das war jetzt blöd, das habe ich nicht delayed. Fuck, das war falsch. Welchen habe ich jetzt weggeschickt? Okay, ich habe eh nur den kleinen, glaube ich, weggeschickt. Boarden die jetzt endlich? Nein. Wo ist denn die Camille schon wieder? Die Camille rennt da schon wieder, die rennt noch immer wahrscheinlich hier in der Gegend um und um. Ist das die Camille? Ja, das ist jetzt die Camille. Komm, jetzt lauf, Mädchen. Flott, und das ist wahrscheinlich unser anderer Kerl. Genau, das ist der Michael. Halleluja. Ich glaube, es liegt nicht daran, dass wir zu wenig haben, maximal bei den Janitors. Da könnten wir, das haben wir gesehen, die können wir dann, nehmen wir halt nochmal ein paar, wenn wir da zu wenig haben. Für die Jobs, die wir hätten, für was auch immer da gerade zu tun ist, alles am Flughafen zum Putzen. Einen 5er, einen 4-7er und noch den 3-6er, dann haben wir nochmal 3. Wir müssen die Wege optimieren für unser Personal, weil die gurken wahrscheinlich eventuell hier rum oder ganz am anderen Ende vom Flughafen, und das ist natürlich ein Käse. Ich meine, da können wir eh nichts machen. Wenn der von hier einen Job nimmt und dann hier raufläuft und dann komplett hier den ganzen Weg raufläuft, können wir es eh nicht ändern. Aber zumindest können wir eben genau das einplanen, damit sie nicht hier diesen 500 Millionen langen Weg laufen, den die Gäste laufen müssen und sollen. Die haben auch mehr Zeit als wir. Sondern dass wir halt da abkürzen, das ist, glaube ich, nicht unwichtig. Selbiges, ich meine, natürlich hätten wir das zum Beispiel auch hier noch irgend so was machen können, dass wir hier noch so ein Check-in machen, hier oben nur fürs Personal. Eventuell auch hier einen Personal-Exit eigentlich, only, wenn man so will, könnte man natürlich auch überlegen, ob wir sowas noch brauchen. Aber gut. So, kurz den Flugplan. Wie schaut es jetzt hier aus? Ja, ich meine, grün sind sie alle, sie sind quasi alle abgefertigt. Frage ist, ob sie auch wirklich alle erfolgreich abgefertigt werden. So, Montag passt auch, da läuft alles. Und da bauen sie ja eh schon fleißig. Jetzt gehen natürlich hier noch die Gäste durch. Wobei, war das jetzt ein Gast? So, okay, das ist ein... Ja, okay, genau, das ist nämlich jetzt eh richtig, das ist jetzt ein Employee. Und das ist natürlich ein Blödsinn, der soll sich hier nicht anstellen, deswegen ist die vorher da durch, das ist reiner Employee. So, ich meine, der geht jetzt da trotzdem wirklich seinen Besen, wirklich. Der Janitor muss seinen Besen scannen. Was für ein Schrott. Aber gut, ist halt so, okay. Jetzt funktioniert das, das heißt, die Gäste, das kommen hier und laufen hier lang. Das ist okay, ich glaube, die sollten von der Zeit her damit durchkommen. Gut. Und unser Personal haben wir jetzt eh vorher gesehen, wenn die irgendwas brauchen, können die hier durch. Und direkt hier rein. Wo sie auch keine Schlange haben sollten. Es ist echt so ein bisschen das Einzige vielleicht, eben diese Sache mit dem Ausgang. Wenn die jetzt, sieht man auch hier, wenn die jetzt hier zurück wollen, dann müssen die hier rum. Ja, verspäte dich. Das ist der hier. Der hat nur noch den Pushback, das ist okay, das soll er noch bitte warten, doch, bis das kleine Pushback-Fahrzeug kommt. Das müsste eh schon am Weg sein, gehe ich davon aus. Haben wir da noch ein freies? Ja, da sind noch welche. Einen sehe ich da auf jeden Fall. Das heißt, der für den, der wird, auch wenn es jetzt hier ultra dunkel ist, da ist er unterwegs. Vielleicht sollten wir doch ein paar Lämpchen hier draußen auch aufstellen, damit wir da irgendwas in der Nacht noch sehen. Einfach nur mal ganz grob. Achso. Ja, okay. Gut. Wird wohl nichts mit Lampen. Wir haben kein Geld. Gut, aber der wird jetzt zurückgepusht. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Das klappt. So, wohin gehörst denn du eigentlich? Du bist der Flugnummer. Was auch immer. Und du willst... Wohin? Wohin willst du? Wo steht denn das hier? Die SA928.
Steht da ein Gate oder irgend sowas? Kann man da irgendwas Gate-mäßiges benennen? Nein, ich glaube nicht, oder? Schaut nicht so aus. Wo willst du hin? Ja, verspätet dich. Du willst die SL258. Ist das der hier? Ja, das ist eh der, okay. Wie lange hat die noch? Die hätte noch bis um... Ja, schaut euch das an. Die, das ist ja das, was ich gemeint habe. Die Passagiere, wenn die anfangen hier zu boarden, die gehören zwar jetzt alle da dazu, aber der hat, die haben bis 2.34 Uhr planmäßig Zeit, bis die mal da durch müssen. Das heißt, noch 1,5 Stunden und das, glaube ich, schaffen die schon, hier rumzulaufen. Auch die letzten hier noch. Das müsste, glaube ich, der allerletzte hier sein, der gute Herr oder die gute Dame, die Milica. Und hat Hunger und keine Energie. Da bräuchte man halt was zum Sitzen dann. Also die werden sich dann halt hier hinsetzen. Vielleicht sollten wir für diese Menge, die hier ankommt gerade... Achso, wir haben schon wieder kein Geld. Das vergesse ich schon wieder immer. Das funktioniert gut mit den beiden, glaube ich. Das ist echt... Da warten sie gar nicht lange. Fast gar nicht. So gesehen, eigentlich funktioniert es eh mal ganz gut. So, die Milica. Ist das die Milica? Wo ist die Milica jetzt hin? Sag mir nicht, dass die Milica sich jetzt da irgendwo hingesetzt hat. Gib mir nochmal die Passagiere für hier. Da ist noch einer. Wer auch immer das ist, der Gomez. Genau, der Santiago, der hat jetzt... Jetzt geht der auch noch aufs Klo, wirklich. Der, du musst nicht aufs Klo, Junge. Richtig, geh zu deinem Security-Check. Der hat nämlich jetzt nur... Der ist zum Beispiel ein bisschen enger, der hat jetzt nur noch 1 Stunde. Seh die Frage, ob das schlau ist, die vorher da durchzuschleusen. Oder ob wir es anders hätten machen sollen. Weil wenn der... Santiago, glaube ich, hieß er, wenn der jetzt bis hier runterlaufen müsste, könnte schon enger werden mit dem Boarding. Wobei, das dauert ja dann auch wieder wahrscheinlich 1 Stunde. Der hebt planmäßig. Wann hebt der ab planmäßig? Wie lange dauert der? Der hebt um 5 ab. Ja, kommt's. Ganz im Ernst, wenn die hier anfangen um 2.34 Uhr, wenn es pünktlich ist zu boarden, dann selbst wenn er jetzt der letzte ewig noch 3 Jahre da hier durch die Gegend läuft, wird der das ja schaffen, bis er dran ist. Da ist er. Was kann ich hier eigentlich machen? Oh, da kann ich's. Anpingen. Anheften, dass sich nicht bewegt. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das passt. Ich glaube, das funktioniert. Hier hätte ich eigentlich gern noch Bänke gemacht. Die 3 sind vielleicht doch ein bisschen wenig. Aber gut. So, das wird betankt. Wie ist der Rest? Gibt es da noch was? Nein. Ich weiß ja nämlich jetzt zum Beispiel auch wirklich nicht. Das können wir auch mal kurz schauen. Mal ein bisschen kennenlernen. Wie ist es denn hier mit den Ramp Agents? Die haben 2 Jobs. Was hatten der für, was haben die für Jobs? Das ist jetzt die Frage. Service Round, da könnte das sein. Wo ist denn der? Oh ja, schaut euch den an. Was macht der da gerade? Service Round in Progress. Also offensichtlich, doch, das sind die Ramp Agents. Offensichtlich haben nicht jeder hat dieses Service. Ah doch, der hat sie auch schon durch. Da ist keiner. Hat der seinen Service schon? Ja, der hat ihn auch schon. Okay, das ist eh gut. Das heißt, die werden eh alle geserviced. Die sind einfach nur schon fertig. Gut, 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 gut. Das ist in Ordnung. So, hier haben wir eine neue, die Swift. Die Swiftly haben wir hier. Eine kleine Relativmaschine, relativ klein. Und ja, da gehören eh ein paar dazu. Da werden wahrscheinlich ein paar hier, gehören hier dazu. Die haben sich da halt jetzt komisch verteilt ein bisschen. Auch das können wir mal schauen. Die sind hier in der Gegend. Ist hier irgendwo unten einer? Nein, das sind alles nur die, die hier dazu gehören. Das heißt, die haben sich eh nicht aufgeteilt. Wie schaut's hier aus? Das schaut auch so aus, als ob die alle dort sind, wo sie hingehören. Ja, ja, das schaut so aus, als ob das hier eigentlich funktioniert. Okay. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. So, die wollen jetzt wohin fahren? Die jetzt? Die gehen jetzt wahrscheinlich alle hier irgendwo zu einem von denen. Nein? Hä?
Ah, das waren die, die warten auf den Bus, oder? Nein, Check-in-Queue. Oh, der ist das. Das ist der Palma de Mallorca. Die wollen alle nach Mallorca, die lieben. 305, genau, der hat jetzt gerade begonnen. Die AA709, welche ist das? AA, das ist... Welche ist denn eine AA-Maschine? Haben wir hier irgendeine? Nein. Landet die erst? Oder ist das so eine kleine? Nein, das sind alles die SLs. Von der Farbe her erkennt man es. Die kann und die ist wahrscheinlich noch gar nicht gelandet. Flugplan? Welche ist die AA-Maschine? Da, die da. Das ist die Atom Air. Macht Sinn. AA. Okay, das ist der da. Das ist der nach Palma. Ist das der nach Mallorca? Nein, das ist er nicht. Armenien. Ach so, das wissen wir jetzt gar nicht, obwohl die weiterfliegen. Ob die genau das wieder zurückfliegen eigentlich. Gute Frage. Welchen Flug wollen die nach Mallorca nehmen? Ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht fliegen die danach nach Mallorca weiter. Kommt jetzt von wo auch immer. Gyumri Chirac. Und fliegt dann vielleicht von uns nach Mallorca. Möglich. Weil sonst hätte ich jetzt hier keinen Flug. Wir können, eins hätte ich jetzt mir merken oder anschauen können. Wo ist denn der? Gib mir das. Ich bin jetzt neugierig, möchte das wissen. Der Flug, den wir hier jetzt gerade haben, das ist die AA709. Welche ist die 709 von denen? Doch, tatsächlich, schaut euch das an. Der fliegt offensichtlich von Geshem Airport aus dem Iran, kommt der zu uns und fliegt von uns dann weiter nach Mallorca. Genau, Palma de Mallorca. Spannend, spannend, spannend. So, die sind alle durch. Genau, die rennen schon hier alle brav herum. Und wo wird der kommen? Die müssen dann... Ist das der hier vielleicht? Nein, da ist keiner eingetragen, noch nicht. Da ist die SA. Okay, da ist er einfach... Der ist noch, weil er noch nicht gelandet ist, ist der noch nicht eingeteilt. Der müsste... Wann kommt denn der an? Der kommt an... Das ist der 5 Uhr Flug. Oh, na gut, okay. Okay, soll so sein. Gut, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Schaut eigentlich gut aus, gefällt mir, was da passiert, wie das tut. Jetzt, was machen die jetzt da alle? Das ist die AA709. Oh ja, schaut euch das an. Die AA709 wird wohl anscheinend, obwohl wir es hier nicht einmal sehen, hier wissen wir es noch gar nicht, aber offensichtlich gehe ich mal davon aus, weil die hier herlaufen jetzt alle, dass der möglicherweise tatsächlich dort ankommen wird. So, die beiden verabschieden sich. Offensichtlich alles glatt gelaufen, planmäßig. So, bevor ich die Folge beende, schauen wir jetzt natürlich jetzt zum Abschluss natürlich noch an, wo kommt die AA709 an. So, die müsste jetzt hier gelandet sein. Oder gerade landen, ist sie das? Da ist sie. So, wohin fährst denn du? Wohin bist denn du eingeteilt? Du bist wahrscheinlich... Ja, Tatsache, schaut euch das an. Das funktioniert tatsächlich so. Die Gäste wissen schon vorher, zu welchem Gate sie müssen. SL710. Was ist mit der SL... Ja, was ist mit der SL710? Warum bist du nicht... Offensichtlich hat sich die, warum auch immer... Da fehlt ein Gast. Ein Boarding. Wo ist der? Wo ist die letzte Person? Ist jetzt fertig? Haben sie es jetzt geschafft? Wo ist er? Jetzt ist er. Hä? Verdammt! So, 702. Jetzt pausieren. Was ist mit der 702? Das ist die hier oben. Da fehlen noch zwei Gäste. Wo sind die? Der geht gerade rein und der ist eine Employee. Ist hier noch irgendwo einer verloren gegangen? Schaut aber irgendwie nicht so aus. Gehe mal davon aus, das wird nur daran... Da ist er. Ah nein, da sind sie. Da ist der eine und da ist der zweite. Die gehen jetzt da einfach gerade noch an Bord und der Rest ist eigentlich fertig. Ja, genau. Das heißt, das passt. Das waren nur ein paar Minütchen. Wissen wir jetzt nicht, warum die sich gerade ein bisschen so verspätet haben, aber soll so sein. Die paar Minuten können sie ruhig warten länger.
Ja. So, meine Lieben, dann pausiere ich hier. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß am Aachener Flughafen mit mir. Und das nächste Mal schauen wir mal, was wir da angehen und wie wir tun. Und richtig, das wird wahrscheinlich sogar, wenn wir hier weitermachen mit einem Kredit, wobei wir nicht mehr wirklich Kredite viel haben. Da haben wir nicht mehr viele Möglichkeiten gerade. Da müsste man eigentlich wieder laufen lassen. Wobei mit 190 ist eh die Frage. Wisst ihr was? Das müssen wir doch kurz schauen. Weil das müsste ja jetzt fertig sein, glaube ich schon, oder? Ist das schon fertig hier? Ja, nein. Ja, die sind fertig. Dann wisst ihr was? Schauen wir ganz kurz hier rein, was uns das kostet, ob wir uns das dann leisten können. 1000 für einen Kaffee-Counter. 250. Steht jetzt nicht, aber so um die 280. Was kostet der? Nochmal 1000. Okay, das kostet fast gar nichts. Das heißt, da geht es eigentlich hauptsächlich um Wände, die wir hier aufziehen und sonst nichts. Ja, wisst ihr was? Dann brauchen wir gar nicht vorspulen lassen, sondern nehmen wir das nächste Mal den Kredit auf. Das ist der Plan fürs nächste Mal. Und werden uns dann um unsere Shops hier unten mal kümmern oder um die Shops hier oben. Das müssen wir uns dann anschauen gleich. Das werde ich mir noch überlegen, welche wir zuerst angehen, ob wir hier oben zuerst Shops machen oder hier unten. Ich würde hier unten gern was zum Essen machen, weil die ja alle Hunger haben, die da durchlaufen. Schaut euch die an. Die wollen alle was essen. Alle miteinander, fast alle, bis auf den. Der auch nicht. Ja, es gibt einige, die Hunger haben. Oder vielleicht auch hier drinnen sogar, hier in der Mitte irgendwie oder hier unten. Aber da werden wir definitiv nächstes Mal ein bisschen Kredit aufnehmen und dann sollte das reichen, dass wir hier was machen können. Ja, und ich würde sagen, dann ist das doch ein guter Plan. Dann, jetzt, am Ende, wie gesagt, hoffentlich hat es euch gefallen und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch wie immer am Ende alles Liebe, alles Gute und sagt Tschüss.